BWG Donauwald betreibt hier am Standort in Passau-Hellersberg eine Biogasanlage, wo 47.000 Tonnen Bioabfall pro Jahr verarbeitet werden. Diese erzeugte Energie, dieses erzeugte Gas, wird in zwei Blockheizkraftwerken verbrannt. Insgesamt ist hier eine elektrische Leistung von 3 Megawatt installiert. Im Jahre 2020 haben wir beschlossen, die Anlage für die Zukunft aufzustellen und haben uns entschieden, hier die Anlage zu erweitern, einen Gasspeicher zu installieren, einen zweiten Motor einzubauen, um die Anlage, wie gesagt, für die Zukunft zu erweitern und für die nächsten 15 Jahre in eine sichere Zukunft zu führen. Die anfallenden Bioabfälle vom Zweckverbandsgebiet Donauwald werden nach der Anlieferung hier auf der Anlage zuerst aufbereitet, zerkleinert, von Störstoffen befreit, danach in 3 großen Fermentern vergoren. Das dabei entstehende Biogas wird in den beiden großen Motoren verbrannt. Aus dem Biogas entstehen ca. 12 Millionen Kilowattstunden elektrische Energie, die in das öffentliche Netz eingespeist werden. Wir können ca. 6 Millionen Kilowattstunden der anfallenden Wärme hier am Standort zur Gebäudeheizung bzw. auch für die Trocknung von Klärschlamm nutzen. Des Weiteren entsteht ein Stoff, der wo nachkompostiert werden kann. Dieser Gärrest, der bei der Vergärung entsteht, wird nochmal 4 Wochen nachkompostiert und kann im Nachgang aufbereitet werden und wird in dem Fall hier zur Erdenproduktion eingesetzt, sodass die Bürger hier aus der Region die Möglichkeit haben, aus den anfallenden Abfällen wieder hochwertige Erdenprodukte zu erwerben, die wir hier wieder in den Kreislauf bringen. Die Anlage, die bereits im Jahre 2004 in Betrieb gegangen ist, war zu dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme die größte Anlage für Bioabfall dieser Art. Im Jahre 2020 kam die Entscheidung, die Anlage auch weiterhin für die Zukunft aufzustellen und haben dadurch hier 2 oder größere Komponenten installiert. Zum einen den Gasspeicher mit 3400 Kubikmeter Volumen und eine neue Gasaufbereitung sowie ein zweites Blockheizkraftwerk. Der Hintergrund dafür ist, um die Anlage in die EEG Phase 2 zu bringen, die bei dieser Anlage im Jahre 2024 dann notwendig ist.